Moin zusammen, herzlich willkommen zurück zum Pattern Matching und natürlich zum Programmieren lernen dabei. Gut, was wir heute machen wollen, ist, wir wollen ein bisschen mit Wildcards arbeiten. Wildcards sind sozusagen Parameter, die wir einfach nicht mehr brauchen. Das heißt, wir sagen, hey, uns ist eigentlich egal, was jetzt tatsächlich danach kommt. Wir wollen nur, dass die Liste nicht leer ist. Und wenn wir dann noch das erste Element abzweigen können, dann ist uns eigentlich egal, was danach kommt. Und das bedeutet, wenn wir hier jetzt, wenn uns eigentlich egal ist, was hinten dran kommt, also jetzt zum Beispiel haben wir hier, dieses XS wird jetzt nicht benutzt oder dieses XS wird jetzt auch nicht benutzt. Das heißt, wir sagen Bodenstrich. Und das bedeutet dann so viel wie, wir haben ein X-Element, wir spalten noch ein zweites Element ab. Das geht natürlich, weil diese beiden Fälle, dass wir nur ein oder gar kein Element drin haben, haben wir hier schon abgefragt, das war letztes Video. Und was wir jetzt dann machen ist, okay, uns interessiert eigentlich nur das erste und das zweite Element und alle anderen Elemente können sich mal sonst wohin verziehen. Das heißt, wir packen hier einen Bodenstrich rein und sagen, es ist uns völlig egal, was jetzt hier tatsächlich reinkommt. Und deswegen heißt das so viel wie, wir interessieren uns nicht für dieses andere Element. Wir brauchen es auch nicht mehr, da kann stehen, was möchte. Zum Beispiel eine leere Liste, eine normale Liste, irgendein Tupel, irgendwas anderes, ist uns absolut egal. Und deswegen sagen wir hier einfach eine Wildcard und wir interessieren uns nicht weiter dafür. Ja, und dann kann ich natürlich hier mit dem XS nicht mehr weiterarbeiten. Aber ich habe jetzt hier die Möglichkeit, natürlich noch viel mehr Patterns zu erreichen. Zum Beispiel, dass hier eine leere Liste steht oder irgendeine andere Liste. Oder wie gesagt, auch was völlig anderes. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, auch noch solche Don't Cares reinzupacken. Oder, was natürlich jetzt noch viel sinnvoller ist, wir sagen, wir haben hier ein Don't Care und wir sagen, hier haben wir wieder eine Restliste. Das bedeutet so viel wie, wir zweigen uns ein Objekt, ein Element ab und dann sagen wir, ein Element ist uns völlig egal und wir wollen es nicht weiter verwenden. Verbrate bitte keinen Speicher dafür. Und danach wollen wir uns die Restliste wieder aneignen, um mit der irgendwie weiterzuarbeiten. Das heißt, wenn ich jetzt diese Liste hier reinstecken würde, dann würden wir hier bei dem Case 3 X auf 1 mappen. Dieser Bodenstrich, der würde einfach wegfallen und XS würde hier 3, 4 und 5 beinhalten als komplette Liste. Ja, und das ist natürlich irgendwie nice, weil man hier die Möglichkeit hat, einzelne Objekte auch mal wegzuschmeißen und mit denen muss man gar nicht mehr arbeiten, braucht sich auch nicht mehr darum kümmern, dass vielleicht der Variablenplatz irgendwie belegt ist. Und ja, das ist eigentlich auch schon für dieses Video. Nächstes Mal sehen wir noch ein bisschen was Stärkeres und wir hören uns dann. Bis dann, ciao!